Einen wunderschönen herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Outlast Whistleblower. Und wir haben uns direkt wieder eine Notiz aufgeschrieben. Wir hatten ja das Problem, dass wir fast zur, ja, Frau gemacht wurden wären in der letzten Folge. Eine widerliche Braut. Ich bin noch in einem Stück. Ich bin hier, Lisa. Ich bin noch immer ich. Er wollte mich zu seiner Braut machen, wollte mich schneiden. Vielleicht liege ich falsch. Der Welt von diesem Ort zu erzählen, würde sie nur herlocken. Sollte dieser Ort hier einfach vor sich hin eitern und sterben? Ich werde es der Welt nicht erzählen, wenn es bedeuten würde, die Infektion auszubreiten. Lass es alleine sterben, lass es verrotten. Okay, jetzt ist er also langsam so weit, dass er es lieber für sich behält. So, meine. Was? Ich habe keine Batterien mehr. Wieso habe ich denn keine Batterien mehr? Ich hatte 5 Stück. Fuck. Er hat sie mir weggenommen. Jetzt muss ich hier mit kaputtem. Mit kaputten Beinen durch die Dunkelheit oder was? Fuck! Okay, er hat sich hier also angeschaut, wie die männlichen Geschlechtsorgane aussehen. Fuck. Fuck! Also die sind irgendwie in die Richtung gerannt. Da ist aber komplett dunkel, oder? Also ich sehe gar nichts, da brauchen wir gar nicht erst hingehen. Ja, ohne Nachtsichtgerät wird das bestimmt total lustig. Freue ich mich. Vor allem, wenn ich hier so humpeln muss. Scheiße, ey. Wo muss ich denn jetzt hin? Aber da liegen echt keine Batterien, oder? Also ich habe nichts übersehen. Haben wir noch einen Schrank? Komm. Wir gehen jetzt weiter. Ich gehe einfach mal in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier lang muss. Aber hier ist zumindest etwas Licht. Ich hoffe mal, ich muss auch hier lang. So langsam wie ich bin. Komm schon. Fuck. Fühlt sich echt super geil an, wenn man so langsam ist. Falsche Richtung! Aber okay, so sterben wir wenigstens schnell, ey. Dreck. Tja, da bin ich leider in die Falle gegangen. Sackgasse. Was soll man da machen? Aber das scheint die richtige Richtung zu sein. Aber komisch, dass er dahin gerannt ist, in die Richtung. Und dann im Endeffekt hier wieder rauskommt. Und wenigstens läuft er normal und rennt nicht, weil wenn er rennen würde, würde er mich ja logischerweise ziemlich einfach einholen. Alter, wir sind halb tot! Komm. Komm. Und hier raus, hier raus, hier raus.
Okay, das war ziemlich hoch, halb tot. Mein Bein müsste jetzt noch schlechter gehen als vorher. Aber immerhin sind wir dem Typ entkommen. Wir den schon drei Verrückte verfolgt haben. Dieser scheiß Kannibale, dieses Fleischbatzenmonster-Ding. Und jetzt dieser Irre, ey. Zum Kotzen. Ich überhaupt noch richtig laufen. So, jetzt wäre es schon cool, mal wieder ein paar Batterien zu finden, weil. Ah, okay. Was machen denn die Dokumente hier draußen? Fall Nummer 2196, Patient Eddie Glaskin. Ah, das ist der Typ. Erste Patientenbefragung am 14.02.2013, also des Patienten 46, Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Garrett Snow. Therapiestatus. Luzide Traumfiguren bleiben weiterhin verschwommen. Glaskin behauptet fast konstant Kontrolle über die Traumphasen zu haben. Jedoch stimmen seine Berichte nicht mit dem REM-Zyklen überein. Extrem arrhythmisches REM-NREM. Morphogenetischer Antrieb hat sich bei 90 ppm stabilisiert. Diagnostik. Schwere bronchiale Akkumulation. Der Ausschlag, der vermutlich durch die Hormontherapie hervorgerufen wurde, es sind aber schon einige Schreibfehler drin, hervorgerufen wurde, hat sich zurückentwickelt und ist verschwunden, seitdem keine Latexschläuche mehr verwendet werden, okay? Anmerkung. Noch immer ist es frustrierend, Glaskin zu befragen, der kontinuierlich versucht, uns das zu sagen, was wir hören wollen, wenn er gleichzeitig geschickt versucht, bestimmte Elemente der Wahrheit zu umgehen. Seine Kindheit bleibt weiterhin offensichtlich fiktiv. Er behauptet, er sei in Erwachsen, müsste man sein, aufgewachsen. Trotz der traumatischen und gewalttätigen sexuellen Erfahrungen, die sowohl in öffentlichen als auch medizinischen Berichten zu finden sind, als ich ihn mit Bildern konfrontierte, die sein Vater und sein Onkel aufnahmen, reagierte er mit einer Mischung aus Lachen und Wut und er wurde fixiert. Auf eine ähnliche Weise weigerte er sich auch, über seine Opfer zu sprechen, sowohl kategorisch als auch spezifisch. Als ich ihm Bilder der Frauen zeigte, weigerte er sich zuzugeben, dass sie tot oder verstümmelt seien. Er behauptet, Fortschritte im morphogenetischen Antriebsprogramm gemacht zu haben, die er bisher nicht erreicht hat. Er sagte, er könne deutlich die Stimme des Wallrider hören, wenn er nur die Augen schließen würde. Er versucht ganz offensichtlich immer noch seinen Ärzten zu schmeicheln. Ich werde nicht spekulieren, was er sich davon verspricht. Okay. Ein sehr merkwürdiger Zeitgenosse, so viel können wir schon mal festhalten. Ja, wir werden irgendwie gefühlt immer langsamer. Mit unserem geschrotteten Bein. Ach, jetzt sind wir wieder hier, oder was? Hier waren wir doch schon mal. Oder? Kommt mir so bekannt vor. Sind wir hier nicht rausgeklettert als... Ach nee, fehlt die Leiter. Nein, hier waren wir noch nicht. Okay... Also groß wegrennen vor irgendwelchen schnellen Gegnern ist auf jeden Fall erstmal nicht mehr der Fall. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Emergency Evacuation. Aha. Finde den Schlüssel zur Männerstation. Den ist aber schon klar, dass ich immer noch keine Batterie habe, oder? Hoffe ich. Hier ist ja der nächste krasse Raum. Blaubarts Frauen, Körper hängen von der Decke wie nasse Wäsche, wie gehäutete Hasen, verstümmelte Männer gejagt und ermordet. Die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten teilt Gewalt von verdorbener Lust. Welche Geschichte er sich auch immer wieder erzählt, er erschafft keine Frauen, um ihnen Kinder zu gebären, er erschafft Frauen, um sie umzubringen. Lisa, ich will diesen Ort mit allen Beweisen, dass er je existierte, bis auf die Grundmauern abbrennen, die Murkoff Corporation vernichten, ihn in Schande begraben, ihnen das Geld wegnehmen, sie aus der Geschichte löschen. Dieser Mann glaubt, er sei verliebt. Er ist überzeugt, die Therapie hätte ihm geholfen. Es stinkt alles nach Tod und Angst. Pisse und kupfernes Blut. Fleisch, das zu Aas wird. Oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass hier oben alles voller Leichen hängt. Fuck. Rennen wir etwa immer noch vor dem Irren weg? Gibt's doch nicht. Da liegt eine Batterie, wird aber auch Zeit. Endlich wieder Licht. Okay, ich sehe hier sonst nichts mehr. Wo müssen wir denn jetzt... Ah,
hier müssen wir jetzt hin mit der Batterie. Oh, bitte, bitte, ich möchte hier alleine sein. Wir sind wieder in irgendeiner Küche, ey. Hoffentlich haben wir nicht doch nochmal ein Rendezvous mit dem Kannibalen, aber ich glaube, der ist in einem komplett anderen Gebäude. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Das sind Kühlschränke. Sparsam umgehen mit dieser einen Batterie, die wir haben. Hallo. Ja, er hat's hinter sich. Warum nehmen wir denn nicht die Taschenlampe mit? Hallo, du Idiot. Hier liegt eine Taschenlampe und wir könnten bestimmt, wenn wir uns anstrengen, hier irgendwie durch diese, Gitter da durchgreifen und die rausziehen. Holt die scheiß Taschenlampe mit. Verdammt. So was Dummes, ey. Oh, muss ich hier echt rein? Ich will aber nicht hier rein. Das sind wohl alles Männer oder was, die... Oder das waren alles Männer, die jetzt Frauen darstellen sollen, die er jetzt umbringt, oder wie? Aha. Fällt mir gar nicht, der Raum. Das war mal eine Sporthalle. Krasser Raum auf jeden Fall. Wie hat er denn die alle da hochbekommen? Muss ja ziemlich anstrengend gewesen sein. Das muss ein Kunstwerk, oder wie? Tja, wenn es nicht aus toten Menschen gemacht wäre, dann könnte ich mir da sogar Kunst drunter vorstellen. Was steht da? We sat... Oh, ich kann es nicht lesen. Das ist einfach zu hässliche Schreibschrift. Okay, ich denke, den Raum verlassen wir einfach mal wieder. Gibt keinen Grund, hier abzuhängen. Sackgasse. Oh, fuck. Wo muss ich denn hin? Warum ist der Typ noch da? Warum haben wir denn nicht einfach dem Typ da geholfen, der auf den los ist und haben ebenfalls auf ihn eingehauen? Ist der jetzt hier irgendwo? Hier geht's auf jeden Fall nicht lang. Raum kommt mir bekannt vor, ist das die Kirche? Nee. Ist nicht die Kirche von dem verrückten Priester, oder? Sieht eher aus, als wenn es ein Traualtar darstellen sollte. Behumpeln, ey. Und da ist auch eine Braut. Fuck. Muss ich denn lang? Ich muss hier raus, okay. Fuck, jetzt weiß ich gar nicht mehr so richtig, wo der Raum ist, wo ich den Schlüssel reinstecken muss. Scheiße.
Problem ist einfach, dass er schneller ist als ich, oder? Also, ich schaff's doch nicht, den wegzurennen, oder? Scheiße. Scheiße. Fuck. Aber wir sind noch aus dem Gebäude rausgesprungen. Sind wir dann etwa wieder in das Gebäude reingegangen, in dem der Typ drin ist, oder was? Na gut, auf ein neues. Fuck. Frag mich nur, wozu ich das hier öffne. Ich meine, da kommt doch Ehren hier rein. Okay, wir machen es diesmal langsam. Vielleicht klappt das ja eher. Fuck. Okay, wir rennen diesmal hier lang und hoffen, dass es klappt. Wir müssen, glaube ich, wieder hier durch, oder? Durch den Raum? Komm, 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 komm. Also ich glaube... Wir haben ihn jetzt abgehängt, oder? Ich hoffe es. Sparsam mit unserem Licht umgehen. Hier war doch der Raum, oder? Ja, genau. Exit, Exit, Baby. Oh nein, oh nein! Nicht schon wieder! One more. I try and I try. You all betray me. You can hang like the rest of them. Heavier than you look. This is you on the honeymoon. I hate to imagine our anniversary. Hold still. God damn it, what are you? Oh, damn it, darling. No, you need to behave. Okay. Jetzt? We could have been beautiful. Ist er jetzt tot endlich, oder was? Oh, wie geil. Gut, aber auch Zeit, ey, du Spast. Das wird auf jeden Fall gefilmt, ey, dass ich es endlich hinter mir hab. Und er wurde als, ja, sein Kunstwerk ist jetzt quasi vollendet mit ihm in der Mitte. Von seinen ganzen Frauen. Kranker Idiot, ey. Der Witwer. Er ist tot. Der Amateurchirurg, künftiger Vater, Ehemann. Seine Eingeweide sind zerrissen und aus seinem Bauch gezogen. Ich versuche nicht zu lachen. Oh Gott, Lisa, ich schwöre, ich gebe mir Mühe. Nachvollziehbar. Man ist einfach nur froh, dass dieser Schuft da quasi gestorben ist, wobei er erst viel zu schnell ach komm, wir suhlen uns in seinem Blut, wir lassen uns darin baden, wir duschen darin. Ja, er ist viel zu schnell gestorben, hätte eigentlich genauso leiden müssen wie seine Opfer und wie ich, verdammt, mein armes Bein. Jetzt aber dem Exit entgegen, komm Baby. Jetzt haben wir den dritten dieser Wahnsinnigen überstanden, mal gucken, wie viel noch kommen.
Okay. Sicherheitshalber nochmal nach hinten geguckt. Mail Ward. Mit diese ganzen Silas Kennesley, Human Resources and Corrections. 50 bis 65. Wenn wir diese ganzen bösen Menschen auch mit draufkommen auf dieses Bild. Deputy Director, Jeremy Delair, Colonic Hydrotherapy. Seit 1968, also da müsste sogar noch hier angestellt sein. Oh, es brennt. Was war das denn gerade? Die Kirche brennt, oder? Ja. Eine brennende Kirche. Eine Kapelle brennt in der Ferne. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Kirche hatten. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Gute Frage. Egal, ich würde sagen, mit diesem Bild verabschieden wir uns erstmal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gegruselt hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschö, tschö. Brenne.